Es ist soweit, wir zerlegen den nächsten Ender 4. Und wenn du wissen möchtest, was wir davon wiederverwerten können, dann bleib dran. Grüezibul, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute ist es endlich soweit. Wir zerlegen den Ender 4. Und ja, du hast richtig gehört, es ist kein Ender 5, sondern ein Ender 4. Wenn du den ersten Teil der Serie noch nicht gesehen hast, findest du einen Link dazu hier oben in der Videobeschreibung. Wir zerlegen das Teil, weil es einfach, finde ich, Grütze ist und mich schon genug Nerven gekostet hat. Und wir bauen uns daraus einen Voron 1.8 à la Low Budget. Das heißt, wir verwenden so viel es geht von diesem Drucker wieder und nur das Nötigste bestellen wir nach, damit wir wirklich einen schönen Voron gebaut bekommen. Und ich laber nicht lange rum. Wir fangen an, das ganze Teil auseinanderzubauen. Bevor wir aber weitermachen, habe ich noch ein paar Dinge in eigener Regie. Zum einen haben über 50% meiner Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert. Solltest du dazugehören, würde ich mich tierisch freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst und mich somit auch kostenlos unterstützt. Solltest du mich finanziell unterstützen wollen für meine Projekte, wie zum Beispiel den Ender 4 Umbau zum Voron 1.8, den Voron Zero oder auch die Vertical Farm, findest du einen Link zu Patreon unten in der Videobeschreibung. Dort findest du unterschiedliche Belohnungen, mit denen du dann entsprechend Bonus-Content, Sticker, Schlüsselanhänger, exklusive Gewinnspiele und anderes natürlich erhältst. Wer sich jetzt noch für Kryptowährung interessiert, der kann mal bei mir im Shop vorbeischauen und kann sich das Buch Bitcoin einfach anschauen. Dort drin erkläre ich, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, wie ihr es kaufen könnt und wie ihr eure finanzielle Unabhängigkeit sichert. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und weiter geht's im Text. Überleg mir jetzt einfach mal so Schritt für Schritt, weil oben, hier oben sind nur zwei Schrauben, die diesen einen Motor festhalten. Das heißt, man hat hier, oh, das ging leicht. Das ging leicht. Erster Motor ab, das sieht man schon hier oben. Da sind nur zwei Schrauben hier und hier. Das heißt, also hier muss noch eine dritte sein, damit man wirklich eine feste Arretierung in der Ecke hat. Ansonsten drehen die sich immer so ein bisschen. Und das führt natürlich dazu, dass der Drucker dann auch nicht ordentlich druckt. Das ist semi-optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist der Drucker schon zerlegt. So schnell kann es gehen. Ist natürlich bekannterweise einfacher, als so ein Ding zusammenzubauen. Was rede ich? Ja, was will ich jetzt eigentlich überhaupt mal von dem Drucker noch verwenden? Hier liegt noch eine Mutter rum. So viel es geht. Ihr seht, ich habe hier so einen ganzen Bottich an Sammelsurium von Schrauben einfach nur rumliegen. Die möchte ich natürlich so gut es geht weiter verwenden. Die Umlauflager hier, die möchte ich natürlich auch nochmal. Da ist noch ein Acrylteil drin, das kommt noch ab. Das möchte ich natürlich auch so gut es geht verwenden. Die Kugellager, mal gucken, sofern ich welche brauche, natürlich auch. Die Kupplung für die Z-Achsen möchte ich natürlich auch verwenden. Die Motoren. Ich glaube, das hier ist einer von den kaputten Motoren. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich muss die nochmal in der nächsten Folge entsprechend oder vor der nächsten Folge nochmal durchprüfen. Vielleicht mache ich dann nochmal so ein extra Elektronik-Setup, wenn die komplette Elektronik denn da ist. Ich habe mitbekommen, dass jetzt das Netzteil oder die zwei Netzteile unterwegs sind. Das Board ist schon da, das zeige ich euch gleich nochmal. Und wenn wir alles zusammen haben, dass wir dann entsprechend mal checken, ob denn die Motoren noch funktionieren, welche denn noch funktionieren. Und wenn nicht, habe ich hier natürlich noch ein paar stärkere aus dem, oder zumindest ein paar größere aus dem Tevo Tarantula, die wir verwenden können, um zu schauen,
dass wir auf jeden Fall so viel wie möglich recyceln, dass da auf jeden Fall nichts abhanden kommt und dass der Drucker so günstig wie möglich bleibt. Ich habe es eben schon erwähnt, ich habe Teile bestellt. Ich habe natürlich auch schon Profile bestellt, Aluprofile bestellt. Die liegen dort hinten, die müssen wir dann in der nächsten Folge bohren und diese hier nochmal zuschneiden, weil die sind natürlich deutlich zu lang für das Gehäuse an sich, für den Frame. Die müssen nochmal zusammengeschnitten werden. Ich habe mir hier mal Notizen gemacht. Und zwar sind das 390er Profile und die müssen auf 370, 230, 330, 240 und 150 runtergeschnitten werden. Das heißt also, ich habe auch schon entsprechend Sägeblatt und eine Kapp- und Gärungssäge entsprechend aufgetrieben. Da werden wir in der nächsten Folge noch mal einiges zu arbeiten haben. Ich habe eine Standbohrmaschine hinten aufgebaut. Die ersten Profile für den anderen Drucker habe ich natürlich schon vorgebohrt. Die hier müssen wir dann nochmal separat bohren, das heißt also die Löcher alle richtig bohren und natürlich alles sägen, damit der Rahmen dann zusammengebaut werden kann. Und natürlich habe ich hier noch jede Menge Motoren liegen, das sind die Motoren alle aus dem Drucker und aus dem Teo Tarantula. Und sollten hier die Motoren nicht funktionieren, kann ich noch alle aus dem zweiten Teo ausbauen, dann habe ich halt genug Motoren auf jeden Fall da. Normalerweise ja, würde ich sagen, okay, komm, ich bestelle die Dinger neu, momentan sind sie halt relativ rar. Und halt auch einen Ticken teurer, als jetzt aus einem bestehenden Drucker rauszureißen. Deswegen probieren wir jetzt erstmal aus, was denn alles funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Board. Pala. Stimmt, die Kabel. Kabel habe ich auch noch hier liegen. Von den Kabeln werde ich natürlich auch nochmal alles Mögliche verwenden, so gut es nur geht. Ja, also bei beweglichen Kabeln in der Kabelkette zum Beispiel mal werde ich auf Silikonkabel setzen, einfach weil es ein bisschen sicherer ist, weil die Silikonkabel sich nicht so schnell abnutzen wie diese hier. Aber alles, was so statisch ist, was jetzt so an die, was weiß ich, A- und B-Motoren gehen, die sollten ja jetzt bei dem Drucker jetzt nicht hoch und runter fahren, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ja das Z, die Z-Achse hoch und runter fährt. Wir haben aber trotzdem noch eine Kabelkette irgendwo verbaut. Ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, wo, aber da führen wir natürlich so gut es geht entsprechend die Silikonkabel dann durch. Und jetzt habe ich hier zwei Pakete schon bekommen. Ich hoffe, dass der Rest auch schon bald da ist. Und ihr seht schon, es ist einmal ein größeres. Da ist sowas richtig Geiles. Das ist das Creality Sonic Pad. Das werden wir demnächst nochmal im Livestream zusammen auspacken. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren. Und zum anderen habe ich hier von MakerBase, eine Kiste bekommen. Und da drin, das habe ich schon ausgepackt, weil ich einfach gucken wollte, ob es dann wirklich gut angekommen ist und so. Und weil ich erstmal nicht drauf geachtet habe, dass das von MakerBase ist, sondern nur hier das Label gesehen habe. Und da ist natürlich dann auch, gut, das ist jetzt so Klimperquatsch, den man nicht braucht. Ich habe jetzt gemerkt, okay, ich habe eigentlich ein größeres Paket bestellt, als ich eigentlich brauchen würde. Reichen würde mir zum Beispiel mal das Display. Das hier ist ein WLAN-Chip, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe oder was auch immer. Und natürlich das Board. Ja, das ist das MKS Skipper. Ich versuche das mal gerade aus der Packung rauszunehmen. Ich sehe, dass das so eine wiederverschließbare Tasche ist. Also das werden wir jetzt nicht im Livestream unboxen oder ich werde zumindest mal im Livestream kurz ein bisschen drüber reden. Auch über die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Und da sind dabei Jumper, das Board und ein, ja, so, und ein Kühlgerippe für oben drauf, ein paar Jumper natürlich, damit man die setzen kann für die Treiber. Die Treiber sind auch schon bestellt, die sind auch schon unterwegs oder müssten schon bald da sein. Das Coole dabei ist, erstens, was ich gerade sehe, hier sind so ganz alte Sicherungen, Autosicherung, Kfz-Sicherung. Ja, einfacher geht's nicht, wenn die kaputt sind, tauschen wir sie einfach aus. Kennen wir vom Brucer her. Das hat mir schon ein paar Mal bei dem Drucker einen Allerweltesten gerettet, beim Brucer Mini und auch beim Brucer i3 hinten. Ganz einfach, weil man die Teile wirklich dann aussetzen kann. Man sieht gut, ob die relativ kaputt sind und kann sie dann einfach austauschen und gut ist. Und dann funktioniert das Teil wieder. Das Coole ist, dass hier drauf auch, man sieht es hier, ein Raspberry Pi verbaut ist. Man hat hier entsprechend USB-Anschlüsse drauf. Man hat einen HDMI-Anschluss drauf, eine Micro-SD-Karte. Da passt nochmal eine Micro-SD-Karte rein. Wir haben USB-C zwei Stück. Zwei Anschlüsse. Wir haben sowas wie ein Serial-Port, also so ein Display-Anschluss oder sowas in Richtung. Also schon mal ziemlich cool. Das heißt, damit können wir dann schon mal auf den Raspberry Pi verzichten, was natürlich in der aktuellen Situation genial ist, weil wir dann dafür nicht so 150, 160, 180 Euro ein Pi benutzen müssen, den wir momentan nicht haben. Klar, ich habe da hinten noch ein paar Raspberry Pi 3 liegen, aber die sind für andere Projekte vorbehalten, deswegen ja. Alternative dazu wäre, ich sage, okay, ich besorge mir, glaube ich, nochmal ein MKS-Board oder irgendein anderes Board, was ausreicht von der Größe her.
Ich habe hier noch einen Spider rumliegen, das wäre ja auch natürlich total overpowered, ja, aber ohne Pi-Funktionalität. Ja. Ich lege das mal so dahin. Das funktioniert sonst gerade nicht mit dem Einbauen wieder. Und dann könnten wir natürlich hingehen und könnten sagen, okay, wir bauen dieses schicke Teil hier. Nein, ich werde das jetzt nicht unboxen, ja, also das ist wirklich nicht mehr als hinten Creality mit Clipper, hier vorne das Bild und ansonsten sieht man auch an der Seite nirgendwo großartig was stehen. Ja, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, welches, naja, Board bzw. Display wollt ihr sehen? Wollt ihr die Kombination hier des MKS Skipper mit diesem Display sehen? Das war ein Kombipaket, was ich auf AliExpress gekauft habe. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich packe euch auch den Link zu diesem Teil hier unten in die Videobeschreibung. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Wir können auch noch mal gerne eine Abstimmung machen. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir das Ganze dann hier eingebaut bekommen. Wir werden vorher noch mal einen kleinen Check machen, ob denn, wie gesagt, die Motoren funktionieren. Wenn ja, welche und welche wir austauschen müssen. Ob die ganze Elektronik an sich funktioniert, auch von der Sensorik her, also von den hier, von den Endstops und allem drum und dran, ob das dann wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und sobald dann alle anderen Teile da sind und wir die Profile gesägt haben, bauen wir das Teil dann zusammen. Ich bin auch schon kräftig dabei, Teile zu drucken. Ja, die brauchen wir natürlich auch. Da habe ich hier schon eine ganze Kiste, wie ihr sehen könnt. Da sind Teile drin, die ich jetzt so nach und nach drucken werde, damit wir auch wirklich, wenn alles da ist, wenn alle Bauteile da sind, was momentan bemerkenswert schnell geht in der aktuellen Zeit, ja, nicht mehr allzu lange warten müssen und nicht mehr allzu lange jetzt rumhadern, dass wir das Ding zusammenbauen können. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und joint der Makorama Family, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt bei solchen Projekten hier, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Da ist der Karton schon runtergefallen, der ist schon Feuer und Flamme für den Kanal. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.